Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am Sonntag, 15. April 2018, schöne halbsonnige Mittagszeit. Nach dem Spaziergang und vor was zu essen, habe ich gedacht, mache ich nochmal eben eine Lesung von dem Buch von Griesinger. Dass wir ja inzwischen schon eine ganze Menge von gelesen haben. Das ist jetzt heute der 17. Teil. Und wir fangen nach dem Abschluss der ausländischen Missionen in Asien, Afrika und dann Amerika schließlich jetzt an mit dem jesuitischen Einfluss seit ihrer Gründung in Europa. Ganz interessant und vor allen Dingen, weil ich da gleich nach den ersten paar Sätzen gleich nochmal einen Kommentar machen werde. Ja, tut mir leid für das Tonproblem in der letzten Folge. Das kam, weil ich eine Sicherheitsaufnahme daneben gemacht habe und der Desktop-Recorder hat anscheinend die normale Aufnahme so gestört, dass ich das so verzerrt anhörte. Aber ich werde es nicht nochmal aufnehmen, deswegen, da muss man mit leben. Es ist ja alles gut verständlich. Nicht so schön zu hören, aber alles gut verständlich. Und dieses Mal wird es wohl besser sein, gehe ich mal von aus. Meine Aufnahmeapparatur ist halt nicht eine professionelle und da muss man dann halt mit leben. Aber es geht ja um das, was gesagt wird und nicht unbedingt um die Qualität, wie bei dem Video eben auch. Gut, dann fangen wir mal an und das ist zwar auf Seite 176 in dem PDF, wie ihr seht, das zweite Kapitel im zweiten Buch, die Machtstellung der Jesuiten in Europa aus dem Buch Die vollständige Geschichte der jesuitischen offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis 1866, da wo Theodor Griesinger das Buch geschrieben hat. Oder veröffentlicht hat, zumindest. Auf welche Weise, mit welchen Mitteln und mit welchen Resultate sich die Söhne Loyolas in Asien, Afrika und Amerika auszubreiten wussten, habe ich im vorgehenden Kapitel gezeigt. Ein anderes aber ist es bei ihrer Ausbreitung in Europa, denn hier hatten sie bereits Christen vor sich, und es handelte sich also nicht um die Bekehrung der Ungläubigen, oder wenigstens konnten sie unter diesem Aushängeschild ihre Macht nicht begründen. Demgemäß möchte man sofort diese Firma, demgemäß löschte man sofort diese Firma und schrieb dafür mit großen Frakturbuchstaben, hört gut zu, Ausbreitung und Wiederherstellung des wahren Glaubens, das ist des römischen Katholizismus mit dem Papsttum an der Spitze. Genau darum geht es bei der Machtstellung der Jesuiten in Europa. Die Ausbreitung und Wiederherstellung. Warum Wiederherstellung? Naja, da kam ihnen ja die Reformation in die Wege. Da kam ihnen in die Wege ein gewisser Martin Luther, der es sich erlaubt hat, mit der Hilfe der Buchpresse, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen und in mehr oder weniger ganz Europa zu verteilen und den Leuten deutlich zu machen, dass sie keinen Papst brauchen, sondern dass sie Jesus Christus haben. Etwas, was im dunklen Zeitalter nicht gelehrt wurde. Nun, ein anderer wichtiger Punkt, auf den ich eben eingehen möchte, ist, wenn wir den Satz nochmal eben lesen. Ausbreitung und Wiederherstellung des wahren Glaubens, das ist des römischen Katholizismus mit dem Papsttum an der Spitze. Das will ja mit anderen Worten nichts anderes sagen als, ein anderes Bild nehmen, dass ihr seht, dass ich hier einen Kommentar gebe im Moment. Das will ja mit anderen Worten nichts anderes sagen als das, was wir heute auch erleben. Ja, wir sprechen ja über die neue Weltordnung, okay? Es gibt immer noch einige Leute, die haben nicht verstanden, dass die neue Weltordnung im Grunde nichts anderes ist als die Herstellung der alten Weltordnung. Nämlich alles unter der Vormachtstellung des Papstes zu haben in dieser Welt. Eine Regierung, eine Religion, eine Wirtschaft. Und das kann nur erreicht werden, wenn einer oben an der Spitze steht. Und das ist eben der Papst. Dafür arbeiten die Jesuiten. Nun hatten wir ja im vorherigen Kapitel in Paraguay vor allen Dingen gelesen, dass in Paraguay durch die Abwesenheit einer weltlichen Regierung die Jesuiten es da sogar geschafft hatten, einen theokratischen Staat zu errichten, also einen Gottesstaat zu errichten, lass es uns mal so sagen. Ja? Etwas zu schaffen, was Gott damals mit Israel zu Anfang im Nahen Osten damals geschaffen hat. Als er die Israeliten nach der 40 Jahre langen Reise durch die Wüste endlich in das gelobte Land hat einziehen lassen
und sie da ihren Staat gegründet haben, den Staat Israel mit den 12 verschiedenen Stämmen, also mit den 12 verschiedenen Staaten im Grunde. Und das war ja zu Anfang ein theokratischer Staat. Der wurde nur regiert durch Gott. Bis, das haben wir dann gelesen im zweiten Buch Samuel, Kapitel 8, die Israeliten auf einmal sagten: Gib uns einen König, wie die Heiden einen haben. Da hörte der theokratische Staat im Grunde auf, der Gottesstaat. Ja? Und da fing die ganze Misere dann im Grunde erst richtig an. Da habe ich ja in Englisch ein kleines Video von gemacht, wo ich das gelesen habe. Und da hat Brett ja ein schönes Video zu gemacht. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Auf jeden Fall ist das genau das Ziel der neuen Weltordnung. Und das ist ja etwas, wofür die Jesuiten seit ihrer Schöpfung im Grunde dran arbeiten. Es geht darum, den Papst als Oberhaupt der ganzen Welt zu installieren und dass alle anderen, wenn es dann noch Regierungschefs unter ihm gibt, ihm hörig sind. So wie sie das heute in Europa ja schon sind, gibt es ja Beispiele genug von. Alle europäischen Kanzler, Präsidenten, Könige und Königinnen und was gehen zum Papst und küssen ihm den Ring und zeigen damit ihre Unterwerfen, unter ihre, wie sagt man das, also dass sie den Papst als Autorität erkennen, ja, ihre jetzt komme ich nicht auf, Unterwerfigkeit kann man fast sagen, dass sie sich dem Papst und seiner Macht unterwerfen, das drücken sie damit aus. Ja? Und die Schaffung eines weltlichen theokratischen Staates, also eines weltlichen Gottesstaates, ist genau das, was der Papst will. Und dann nimmt er natürlich den Islam heutzutage zur Hilfe, weil die wollen ja nichts anderes. Der sogenannte IS, wie er heute genannt wird, ja, dieser islamische Staat, diese Organisation, die sie dafür ins Welt gerufen haben, die wollen ja auch im Grunde einen Gottesstaat errichten. Unter ihrem Allah, anstatt unter dem Gott der Bibel natürlich. Aber der Papst will das ja auch nicht unter dem Gott der Bibel, der will das ja auch unter sich, weil von er meint, er sei der Stellvertreter Gottes auf Erden. Er will ja auch eine Theokratie, also einen Gottesstaat auf dieser Welt errichten. Und dabei helfen ihm eben die Jesuiten. Und das müssen wir mal begreifen. Deswegen ist auch dieses ganze Getue mit dem Islam, mit dem IS, und wo die das errichten wollen, ist im Grunde auch nicht schlimmer als das, was wir sonst schon haben im Katholizismus. Weil im Endeffekt geht das alles in ein und dieselbe Soße über. Ja? Es hat vielleicht eine andere Farbe, aber es ist derselbe Haufen, der stinkt auf dieselbe Art und Weise. Ob das jetzt weiß-grün ist, wie der Islam, oder weiß-gelb, wie der Vatikan, um jetzt mal eben die Flaggen zu nehmen, zum Beispiel, das spielt ja keine Rolle, welche Färbung das hat. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, was der Inhalt ist. Und der Inhalt ist, der Islam will einen Gottesstaat errichten, da wo er ist, und das am liebsten weltweit. Und der römische Katholizismus will das auch. Und der römische Katholizismus bedient sich des Islam, wo er es selbst noch nicht so kann. Oder wo er es kann und dann noch ein bisschen mehr Gewalt anwenden will. Das ist im Grunde alles, worum es in diesem Buch geht, was man, oder nicht nur in diesem Buch, sondern was man in der Welt im Grunde verstehen muss. Das ist der große Kampf, wie man ihn auch nennen kann. Der Kampf zwischen Gut und Böse, der in Epheser Kapitel 6, Vers 10 ja sehr gut beschrieben wird. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis und gegen Fürsten der Finsternis und Mächte in hohen Plätzen. Ein spiritueller Kampf ist dieser Kampf, der die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates hier auf Erden, im Gegensatz zu dem Königreich Jesu Christi, das nicht hier auf Erden ist, weil Christus sagte: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, dann würden meine Leute für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Aber der Papst will sein Königreich hier auf dieser Welt errichten, und was er will, ist ein Gottesstaat, in dem er der Gott ist. Nun, der Papst ist der Gott, ja, er ist der Stellvertreter des Gottes, er ist nämlich der Stellvertreter Satans, des Gottes dieser Welt. Ja, und das ist im Grunde das, worum es hier geht. Und wenn man diesen Satz, den ich gerade hier gelesen habe, auf die Art und Weise gut versteht, dann verstehen wir auch alles Restliche, was wir in dem Buch jetzt lesen wollen, unter derselben Prämisse, so wie sie hier in Paraguay, in der Lesung davor,
den Gottesstaat errichtet haben, die Jesuiten, ja, die Abwesenheit einer wirklichen weltlichen Regierung hat ihnen die Möglichkeit gegeben, einen theokratischen Gottesstaat dort zu errichten. Und genau das wollen sie hier auch, weil es steht hier in großen Frakturbuchstaben: Ausbreitung und Wiederherstellung des wahren Glaubens, also nicht Christentum, biblisches Christentum, sondern römischer Katholizismus mit dem Papsttum an der Spitze. War ja noch dieser Glaube in so vielen Ländern, wie ich im ersten Buche gezeigt hatte, aufs Tiefste erschüttert und lag die Gefahr nahe, dass der oberste Pontifex selbst in den bisher glaubenstreuesten Provinzen von seinem früher so allmächtigen Throne gänzlich könnte herabgestürzt werden. Doch auf welche Weise und mit welchen Mitteln gelangten die Jesuiten nun unter der für Europa ausgehängten Firma zu ihrem Zwecke? Allüberall auf dieselbe Weise und durch dieselben Mittel, nämlich durch Gründung von Erziehungsanstalten, Schulen, Universitäten, durch Gewinnung des Beichtstuhls der Könige, durch Bekämpfung des Ketzertums, Inquisition, durch Einverleibung der besten Kräfte in ihren Orden sowie endlich durch fanatisches Einwirken auf die große Menge. Propaganda. Mit der Gründung von Erziehungsanstalten hielten sie es gewöhnlich folgendermaßen: Sie kamen zu zwei, drei oder vier in eine Stadt, nicht zu Ross oder zu Wagen, auch nicht köstlich angetan, sondern zu Fuß, ohne Schuhe und Strümpfe, in armseliger Kleidung und so jämmerlich aussehend, dass man ihnen ein Almosen unmöglich versagen konnte. So war ihr Vorbild Ignatius aufgetreten und so traten auch sie auf. Im Wirtshaus stiegen sie nicht ab und ebenso wenig bei einem reichen Privatmann selbst, wenn man sie dazu dringend einlud. Nein, sie gingen ins Hospital oder Armenhaus, das erbärmlichste Lager noch zu köstlich für sich erachtend. Sie pflegten die Kranken, insbesondere diejenigen, welchen sich wegen ihres ansteckenden Siechtums niemand mehr nahen wollte, und verrichteten die niedrigsten Dienste in einer Miene, als wäre sie Demut des Knechtes, der Knechte in ihnen lebendig geworden. Zugleich aber verabsäumten sie nie, also versäumten sie nie, einige ärmere Kinder an sich zu locken und die im Lesen und Schreiben sowie in den ersten Grundlagen der katholischen Religion zu unterrichten. Für diesen Unterricht verlangten sie natürlich nichts, auch nicht das Geringste, und sie wussten gar wohl warum, denn eben in dieser Unentgeltlichkeit lag die Hauptanziehungskraft für die armen Leute, ihnen ihre Kinder zu überlassen. Bald sprach man in der ganzen Stadt von ihnen, und da jedermann ihres Ruhmes voll war, so mehrte sich die Anzahl ihrer jungen Scholaren nach kurzem so sehr, dass das Zimmerchen, worin der Unterricht stattfand, zu klein wurde. »Ach, wir würden gerne noch mehr Kinder aufnehmen, wenn wir nur mehr Raum hätten«, sagten nun die guten Väter. Und dieser ebenso fromme als bescheidene Wunsch drang einigen reichen Leuten so sehr ans Herz, dass sie den frommen Informatoren ein kleines Häuschen kauften, um darin Schule zu halten. Natürlich mehrten sich jetzt die Schüler abermals und erstellten sich sofort noch einige weitere Jesuitenpatres ein, damit allen Anforderungen ein Genüge geleistet werden könnte. Man konnte doch die Söhne reicher und vornehmerer Leute ebenso wenig abweisen als die der ärmeren und geringeren und musste deshalb die Unterrichtsgegenstände ausdehnen. Allein eben diese Ausdehnung dessen, was gelehrt wurde, lockte abermals neue Schüler herbei, und das kleine Häuschen konnte jetzt unmöglich mehr genügen. Die Wohlhabenden unter den Einwohnern der Stadt taten also abermals ihre milde Hand auf, und nach Verfluss von einem oder höchstens von ein paar Jahren errichteten die frommen Patres ein Kollegium, das in seiner äußeren Erscheinung eher einem Palaste als einer Erziehungsanstalt glich. Das war aber der gewöhnliche Verlauf der Dinge, und wenn erst das Kollegium stand, so hatten die Jesuiten natürlich gewonnenes Spiel, denn nunmehr bekamen sie den größten Teil der Jugend zur Erziehung in die Hände. Zu diesem Behufe errichteten sie in ihren Kollegien gewöhnlich dreierlei Klassen oder Abstufungen.
die Elementarschule, die Mittelschule und die Hochschule. In der Elementarschule lehrte man nur die Anfangsgründe des Wissens: Lesen, Schreiben, etwas rechnen und insbesondere den Glauben. Das ist strengen Gehorsam gegen die Lehren und Bräuche der römisch-katholischen Kirche sowie die Abscheu vor allen ketzerischen Neuerungen. In der Mittelschule wurden die Zöglinge verschiedene, gewöhnlich 9 Jahre lang, in der lateinischen und griechischen Grammatik unterrichtet und gingen sodann zum 2-jährigen Kursus der Rhetorik über. Der Religionsunterricht war aber auch hier die Hauptsache und insbesondere wurde einem jeden der Zöglinge die Ehrfurcht vor der katholischen Priesterschaft und dem Papsttum sowie der Hass gegen die Abtrünnigen und Heretiker als Hauptingredienz des katholischen Glaubens eingeprägt. Auf der Hochschule endlich absolvierten die Studenten nach einem Triennium die Philosophie oder besser gesagt die Logik und Metaphysik, sowie nach einem 4-jährigen Kursus die Theologie, welche als die unumschränkte Königin aller Wissenschaften mit der Medizin und Jurisprudenz, gaben sich die Söhne Loyolas in der Regel nicht ab, bezeichnet wurde und weitaus die meisten Besten, dann, wenn sie erst zu Priestern geweiht waren, die Welt durch die Schlagfertigkeit ihrer Zunge sowie durch die Gewandtheit ihres Benehmens in Erstaunen und setzten, Nun aber, wenn sich die Sache so verhält, wird nicht der Leser zugeben müssen, dass die Jesuiten durch die Gründung ihrer Erziehungsanstalten einen ungeheuren Einfluss auf die katholische Menschheit in Europa gewannen? Sie lehrten ja alle bei ihnen Erzogenen, Laien sowie Geistliche, in religiösen Dingen so und nicht anders denken, als es für sie passte. Und Laien wie Geistliche wirkten dann später in ihrem Sinn. Genau so ist es heute. Ganz genau so. Ich hoffe, ihr erkennt das. Nicht minder wirksam für die Machtstellung der Jesuiten in Europa erwies sich die Gewinnung des Beichtstuhls der Könige. Und kein anderer Orden von allen, die je existierten, ja nicht einmal die gesamte weltliche Geistlichkeit hat in dieser Richtung so Großartiges geleistet als die hochberühmte Societät Jesu. Das Institut der Beichte, von dem Christus selbst kein Wort sagte, entstand bekanntlich erst im 2. und 3. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung aus dem öffentlichen Sündenbekenntnisse, welches die wegen gröberer Vergehen aus der Kirche Ausgestoßenen vor ihrer Wiederaufnahme abzulegen hatten. Aber bereits im 5. Jahrhundert unter Antichrist Papst Leo dem Großen wurde die geheime Privatbeichte von den Priestern als unerlässlich zur Vergebung der Sünden erklärt und aus der geheimen Privatbeichte entwickelte sich dann die anno 1215 durch Antichrist Innozenz dem Dritten gesetzlich sanktionierte Ohrenbeichte gleichsam von selbst. Beichtvater war im Anfang, wie sich von selbst versteht, der jeweilige Pfarrer der Gemeinde, und selbst die Großen dieser Erde kannten keinen anderen, sondern sie beichteten ihm wie die übrigen Christen in der öffentlichen Kirche. Am Schluss des 6. Jahrhunderts dagegen gab es im Palaste der Kaiser von Konstantinopel bereits eine besondere Kapelle mit einem besonderen Predigerstübchen, dieweil es ihre Majestäten für despotierlich hielten, also für ungeeignet, würde ich mal sagen, despotierlich hielten, in einem und demselben Lokal mit ihren Untertanen zu beichten. Und diese Erfindung der konstantinopolitanischen Hofschranzerei wurde sofort von allen Monarchen der Welt nachgeahmt. War aber einmal eine Hofkapelle da, so wurde natürlich auch der Hof, so durfte natürlich auch der Hofkaplan nicht fehlen. Und wir finden daher derlei Priester bereits bei den Königen Philibert und Clotar. Ursprünglich gehörten sie der Weltgeistlichkeit an. Mit dem Aufkommen der Mönchsorden dagegen findet man auch die vielfache
findet man auch vielfache Kuttenträger als Gewissensräte der regierenden Fürsten und Herren angestellt, und insbesondere oft übernahmen Benediktinermönche diese Stelle. So fungierte der heilige Bertin als Beichtvater des Grafen Albert von Flandern, wo Martin, Mönch von Torfen, als Hofkaplan des Karl Martel, so Benedikt als Aniane, als Seelenberater Ludwigs des Frommen. Später, als die Barone und sonstigen hohen Adligen die Hofsitte nachahmten und sich ebenfalls ihre eigenen Schlosskapellen erbauten, kamen für diese die Bettelmönche, namentlich die Franziskaner, als sehr beliebte Beichtväter auf, wahrscheinlich, weil sie sehr wohlfeil zu haben waren. An den Höfen aber wurden die Dominikaner Mode, und zwar keineswegs zum Schaden dieses Ordens. Die Dominikaner, nicht vergessen, haben ja hier auch die Inquisition damals durchgeführt. Ja? Von daher natürlich wichtig, wenn die Dominikaner die Beichte abnehmen, dann hören sie ja von den ganzen Sünden, dann wissen sie ja gleich, wer ein Heretiker ist. Ne? Doch gab's auch immer noch viele Weltgeistliche, welche zu fürstlichen Gewissensräten vorrücken. Und man kann keineswegs behaupten, dass die Mönche auf das Beichtvatertum bei den Vornehmen als auf ein Monopol Aufbruch gemacht hätten. Ganz anders wurde dies übrigens, als der Jesuitenorden ins Leben trat, denn kaum hatte er zu wirken angefangen, so wusste er auch sofort alle und jede zu verdrängen, welche an den Höfen eine derartige Stelle innehatte, und die übrigen Orden mochten sich auch wehren, wie sie wollten. Sie wurden förmlich überflügelt. Auch wäre man sehr im Irrtum, wenn man etwa glaubte, es sei dies so gekommen, weil einzelne Jesuiten es verstanden hätten, sich da oder dort an einem Hofe einzuschmeicheln. Nein, 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 ganz und gar nicht, sondern es geschah dies alles ganz planmäßig nach einem bestimmten System. Schon Loyola selbst tadelte Jakob Miro aufs Heftigste, als dieser den Antrag des Königs Johann III. Von Portugal, sein Beichtvater zu werden, mit der Entschuldigung ausschlagen wollte, dass sich dergleichen Stellen gar nicht für einen Orden passten, dessen Beruf es sei, die Hospitäler zu besuchen, die Jugend zu unterrichten und sich jederzeit der tiefsten Armut zu befleißigen. Die Hofluft sei so gefährlich nicht, schrieb er ihm, und man könne in Spitälern, auf Galeeren und in Gefängnissen seinen Eifer für das Seelenheil des Nächsten zeigen, ohne darum die Höfe meiden zu müssen. Im Gegenteil bedürften die Könige umso mehr einer guten geistlichen Oberleitung, als sie viel mehr Verlockungen zur Sünde hätten, denn der gemeine Mann. Und deswegen wollte er nicht, dass je ein Mitglied der Gesellschaft Jesu es unterlasse, der Beichtvater eines Königs zu werden. An diesem Befehle Loyolas, der auch so kräftig wirkte, dass von nun an kein Jesuit mehr sich der frommen Torheit des Jakob Miro schuldig machte, genügte es übrigens seinen Nachfolgern im Generalate keineswegs, sondern es wurde später den Ordensmitgliedern der förmliche Befehl erteilt, sich der Gewissen der Souveräne zu bemächtigen, und man verfasste eine genaue Ordnung, an welche sich die zu Beichtvätern, an denen sich diese zu Beichtvätern erließen, also Erlesenen, zu halten hatten. Hier gehen wir mal kurz in eine Fußnote. Diese Ordnung steht zu lesen in Monita Secreta Societatis Jesu, welche anno 1782 zum ersten Mal aus einem jesuitischen Archive zutage gefördert worden sind. Für diejenigen, denen die Monita Secreta nicht so viel sagt, den möchte ich mal kurz ans Herz legen, dieses Buch und meine Lesung davon auf meinem Kanal oder auf dem Kanal von Brad Norman zu verfolgen. Von dem Buch, ja, ich habe das hier, also echt. Mensch nochmal, es war doch gerade hier. So, hier, dieses Buch zu verfolgen. Das gibt's leider nur in Englisch. Ist von P.D. Stewart, heißt Codeword Babylon 666, seht ihr hier, ja, 666. Danger in the Vatican, also Codeword Babylon, Gefahr im Vatikan. Das ist Band 1. Die Söhne Loyolas und ihr Plan für Weltdomination, also für die Weltregierung oder die Übernahme der Welt.
The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination. Das Buch hat knapp 550 Seiten, ist der erste Band. Der zweite Band hat auch 550 Seiten. Ich habe mit Brett das gelesen. Wir sind im ersten Band im Augenblick heute am 14. April 2018 irgendwo in der Mitte von 50 Lesungen. Also schon auf Seite 340 oder sowas. Schon ziemlich weit fortgeschritten in dem ersten Band. Und das erste Buch, das man übrigens im Augenblick erstehen kann im Internet, für, ich glaube, 20 Euro oder sowas. Ein Freund von mir hat das gerade jetzt gestern bekommen. Ich meine, er hat 21 Euro dafür bezahlt oder so. Das Buch fängt an, also nicht ganz am Anfang, mal eben gucken hier, wo ist das hier. Das fängt an mit den geheimen Instruktionen. Ja? Secret Instructions of the Jesuits. Dann mit den Konstitutionen der Jesuiten. Und in diesem ersten Teil, in diesen ersten 30 Seiten, die geheimen Instruktionen, geht es um die Secreta Moneta. Ja? Deswegen habe ich euch das jetzt gerade eben mal vorgelesen, weil ich dachte, dass das für euch vielleicht interessant ist. Da hier der Griesinger darauf eingeht, dass er sagt, diese Ordnung steht zu lesen in Moneta Secreta Societatis Jesu. Das ist natürlich eine Geheimschrift. Ihr sagt von, ja, wieso ist das denn öffentlich gemacht? Aber ich habe jetzt keine Lust, das alles zu erzählen, was in Codewort Babylon steht. Das ist zwar Englisch, aber das müsst ihr dann mal selbst lesen oder euch meine Lesung anhören. Die ersten paar Videos der Lesung, da kommt das drin vor. Wenn ihr Englisch könnt, ist das sicher nicht zu verschmähen, sich mal anzuhören. Die Jesuiten wurden teilweise in einem Gerichtsurteil damals in Frankreich dazu gezwungen, ihre Verfassung und ihre Secreta Moneta offenbar zu machen. Und die Secreta Moneta ist auch dadurch rausgekommen, weil ein Pater sein schwarzes Buch mal hat liegen lassen. Und also, ich will jetzt nicht zu viel auf die Geschichte eingehen, das könnt ihr dann ja selbst machen, wenn ihr das Code Red Babylon lest. Aber, wie Griesinger sagt, diese Ordnung, die wir gerade gelesen haben, ist zu lesen in der Moneta Secreta Societatis Jesu. Und es ist so, dass wir diese Secreta Moneta erklärt bekommen, was sie ist, was da drin steht, wie sie ans Licht gekommen ist. Das wird in den ersten 30 Seiten des Buches Code Word Babylon von P.D. Stewart erklärt. Also, könnt ihr euch dann ja mal anschauen, wenn ihr das wollt. Der Hauptzweck, fährt Griesinger in seinem Buch fort, so heißt es in dieser Ordnung, der Moneta Secreta, aller unserer Bemühungen sei der, dass uns das Zutrauen und die Kunst der und die Gunst der Fürsten und Vornehmsten aller Orten zu verschaffen, damit es niemand wage, gegen uns aufzutreten, sondern vielmehr alle von uns abhängen müssen. Ist nun das nicht deutlich gesprochen? Ebenso klar sind die Wege angegeben, auf denen zu wandeln sei, um die Gunst der Herrscher zu erlangen. Zitat: Günstlinge der Fürsten, niedere wie hohe, weibliche wie männliche, müssen durch Geschenke, Schmeichelei, also Arschkriecherei kann man das auch nennen, ja, es geht immer darum, den Leuten zu schmeicheln, Honig ums Maul zu schmieren, und Gefälligkeiten aller Art verbindlich gemacht werden, damit sie bei ihrem Herrn für uns sprechen und uns getreulich Nachricht von dem Charakter und den Neigungen desselben geben. Warum ist das wichtig? Ich muss Nachricht vom Charakter und den Neigungen des Herrschers haben, um diesen dann erpressen zu können. Ja? Und ein wichtiges Beispiel, auf das ich dann eben nochmal eingehen möchte, ist, wie ihr bei mir habt verfolgen können, in einer Lesung von Babylon nach Rom damals von Alexander Hislop, der Fall von dem Sonnenkönig, ja, dem berühmten Louis XIV., den ihr ja wohl kennt, König Ludwig XIV. Von Frankreich, der im 17. Jahrhundert das Edikt von Nantes zurückgezogen hat, das ein Schutzedikt war für die Hugenotten und andere Protestanten in Frankreich unter dem Einfluss seines Beichtvaters Père Lachaise. Ja, habe ich schon öfter mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich werde mal hier eben ein Bild von dem Père Lachaise zeigen. Dann könnt ihr das sehen. Das ist hier der Père Lachaise. Und der war der Beichtvater von Louis dem 14. Da habe ich wohl auch, ja, Louis, da muss man das aber richtig schreiben, Jörg, ne? L-O-U-I-S. Louis der 14. So, da haben wir hier das Bild von Louis dem 14.
Das war der berühmte Sonnenkönig in Frankreich. Der hat das Edikt von Nantes, das von König Heinrich dem Vierten, meine ich, im 16. Jahrhundert introduziert wurde in Frankreich, der hat das zurückgezogen unter Einfluss seines Beichtvaters Père Lachaise. Ja? Und deswegen, weil eben dafür die Jesuiten, dafür gebrauchen sie das. Ja? Der Père Lachaise hat alles von dem König gewusst. Er hat von seinem Inzest gewusst, weil der König hat geschlafen mit seiner Schwester und mit seiner Nichte und mit was weiß ich nicht alles. Und er hat das natürlich dann dem Lachaise gebeichtet. Und das Prinzip in der römisch-katholischen Kirche ist ja, dass man eben, wenn man beichtet, die Sünden auch vergeben bekommen kann. Nicht vergeben bekommen muss. Aber hier kann ein Mensch, der selbst ein Sünder ist, der Beichtvater, einem anderen Menschen, der gesündigt hat, die Sünde vergeben. Das ist ja eben diese abergläubische Religion des römischen Katholizismus. So. Und da der Lachaise durch die Beichte von dem Ludwig dem 14. alles wusste von diesen niederträchtigen Handlungen, die er begangen hat, hat er ganz einfach gesagt: Das ist aber eine so schwere Sünde, das kann ich dir nicht vergeben, König! Da kann ich gar nichts machen. Tja, und da hat er ihn in seiner Verzweiflung gelassen und bevor der König sich da mehr oder weniger umgebracht hat, weil er so verzweifelt war und alles, hat er ihm dann später einen Ausweg gegeben und hat gesagt: Gut, du musst die Heretiker, die Ketzer in deinem Land, ja, die Hugenotten, verfolgen. Und wenn du das tust, wenn du die ausrottest und des Landes verjagst, dann und also das Edikt von Nantes zurücknimmst, dann werde ich dir diese Sünden vergeben. Als der König dann immer noch gezweifelt hat, hat Lachaise ganz einfach zu ihm gesagt: Weißt du, König, musst dir keine Sorgen machen. Das sind alles Ketzer und Heretiker. Die sind sowieso außerhalb der Jurisdiktion der römisch-katholischen Kirche, außerhalb der welchen es keine Errettung gibt. Ihre Seelen sind sowieso verloren. Die sind im Grunde schon tot. Also musst du dein Gewissen da nicht mit belasten. Unterschreib einfach und zieh das Edikt von Nantes zurück. Können wir hier mal eben gucken. Ich habe hier auch noch ein Bild davon, das auch ziemlich bekannt ist über den Einzug des Edikts von Nantes. Von Nantes hier. Seht ihr? Hier ist das mehr oder weniger setzt der Jesuit dem König hier die Pistole auf die Brust oder das Gewehr auf die Brust, das er eben unterzeichnet und dass eben auf die Art und Weise das Edikt von Nantes zurückgezogen wird. Und das hat dazu geführt, dass im Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich 500.000 Hugenotten ermordet wurden und ungefähr andere 500.000 geflohen sind. Einer davon war unter anderem Philipp von Limborch, und von dem lese ich ja das Buch Die Geschichte der Inquisition auch auf diesem Jugglers War und Disinfo-Kanal. Ne? Edikt von Nantes. Hier nochmal ein anderes Papier. Hier gibt es sogar einen Place des Edikt von Nantes, ja, der promulgiert wurde bei Henry dem IV., wie ich sagte, dem französischen König. Am 13. April 1598 wurde das in Kraft gesetzt, und dann hier wurde es später durch hier, das ist auch davon eine Note, und dann wurde es eben später von dem Ludwig dem 14. zurückgezogen. Hier ist noch eine Medaille abgebildet, das ist aus dem Buch von Henry Gretton Guinness, Die Stadt der Sieben Hügel. Und auf diesen Medaillen kann man hier schön sehen, das sind Medaillen, die wurden gedruckt in Erinnerung an den Rückzug, an den Einzug des Edikts von Nantes, also der Revocation, also wo man den zurückgezogen hat. Ja? Diese Münzen wurden extra dafür gedruckt. Ja, das war natürlich ein Sieg für die Jesuiten. Und das war ein Sieg, der nur erreicht werden konnte, eben auch durch den Beichtstuhl. Ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es so wichtig, wie wir gerade eben gelesen haben, dass er eben der Jesuitenpater, der für den Beichtstuhl verantwortlich ist, dass er Nachricht vom Charakter und den Neigungen desselben hat. Weil nur wenn ich weiß, was der, den ich im Beichtstuhl auch habe, auch treibt im allergeheimsten Kämmerchen, dann kann ich ihn damit erpressen und kann meine Macht durchdrücken.
Genauso funktioniert das heute auch. Vor ein paar Jahren hatten wir doch diesen Fall mit diesem Strauß da, der vom IMF, vom Internationalen Währungsfonds, den sie da auf einmal schwarz gemacht hatten. Ja, weil der irgendwo nicht mehr gehorcht hat. Und dann haben sie ihn halt kaputt gemacht. So ist das auch. Ja? Also von daher ist diese Beichte unglaublich wichtig, dass man das sehr gut versteht. Nun, fahren wir fort. Umgekehrt, sagt der Autor hier, aber sind alle die Diener, welche sich dem Orden abgeneigt zeigen, durch irgendwelche Mittel aus der Nähe der Monarchen und ihrer Ratgeber zu entfernen. Oder aber muss man sie durch Dritte mit großen Versprechungen auf unsere Seite bringen. Ende des Zitats. Selbstverständlich, fährt Griesinger fort, selbstverständlich übrigens konnte es den Jesuiten nicht bloß an der Gewinnung des Ohres der Fürsten liegen, sondern mit dem gleichen Eifer hatten sie sich obiger Vorschrift gemäß an die Fürstinnen zu machen, und als Hauptmittel, deren Gunst zu erlangen, galt die Bestechung der Kammerfrauen. Denn durch sie erhält man Zutritt zu den größten Geheimnissen der Familie. Nicht minder charakteristisch lautet die Vorschrift, wie man sich die einmal erlangte Gunst zu erhalten habe. Zitat: Es geschehe dies, heißt es, am besten dadurch, dass man, wie der Prophet Ezekiel in Kapitel 13, Vers 18 sagt, unter die Arme der Sünder ein Kissen lege. Mit anderen Worten, dadurch, dass man ihre anstößigen Handlungen nicht zu bemerken scheine, und wenn man sie zu bemerken genötigt ist, ihnen die Absolution nicht schwer mache. Zitat: Dem Gewissen eines Regenten muss man ohne viele Umstände die Bürde abnehmen, besonders dann, wenn andere Geistliche sich dessen weigern, und dadurch bewirkt man, dass die Fürsten jene anderen verlassen und nur allein von unseren, also jesuitischen Ratschlägen, von unserer geistlichen Oberleitung abhängig sein wollen. Natürlich, wenn ich einen Pater bitte, mir meine Sünden zu vergeben, und der tut es nicht, und ein anderer sagt, der tut's, dann gehe ich zu dem, der es tut, ne? Weil ich bin ja so blöde, ich bin ja im römischen Katholizismus gefangen, ich glaube ja, dass ich die Absolution meiner Sünden brauche. Dass das natürlich alles Quatsch ist im christlichen Sinne, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Aber die Leute sind halt von Anfang an so katholisch erzogen und haben diese katholische Denkweise. Deswegen haben die Jesuiten ja erst und hauptsächlich, wie wir gerade eben gesprochen haben, sich die Lehrinstitute unter den Nagel gerissen. Lernen gegen das Lernen, wisst ihr noch, von Herrscher des Bösen, Medici-Lehrmethode, das gnostische, menschliche Lehren gegen die Weisheit der Bibel auszutauschen. Also, kurz, der Jesuitenorden betrachtete es als eine seiner höchsten und wichtigsten Aufgaben, an allen Höfen und bei allen Großen die Beichtvaterstellen zu erobern, wohl wissend, dass hierin eine ungeheure Macht verborgen liege. Allein er hütete sich zugleich gar sehr, dieses sein Streben nach Macht öffentlich kundzutun, besonders bei solchen Fürsten, die sich auf ihre weltliche Gewalt etwas zugute taten. Zitat: Man beteure öfters und ernstlich, sagt die Vorschrift in der Munita Secreta, dass man sich auf keine Weise in Staatsgeschäfte mischen wolle, und empfehle diejenigen, welche man gerne am Ruder der Geschäfte haben möchte, nicht unmittelbar, sondern durch vertraute Dritte. Es sei denn, dass der Beichtvater vom Regenten geradezu um seine Meinung aufgefordert werde. Wenn aber auch der Schein vermieden werden muss, so soll umso eifriger um die Wirklichkeit des Einflusses gerungen werden. Ende Zitat. Das war ja wohl nun, glaube ich, ziemlich deutlich. Da muss ich doch nicht viel erklären, oder? Die Jesuiten sollen ihre Position, die sie als Beichtvater haben, nicht direkt gebrauchen, um dadurch eventuell später dem Vorwurf des Missbrauchs ausgesetzt zu werden? Nein, sie empfehlen dem Herrscher zu hören auf andere Leute, die ihnen Rat geben können, aber eben diese anderen Leute haben sie unter Kontrolle. Und diese anderen Leute, stellen die Jesuiten dann sicher,
schlagen dem Herrscher genau das vor, was sie ihm selbst vorgeschlagen hätten. Also sie gebrauchen diesen Umweg über andere Menschen, um das Vertrauen des Herrschers zu bekommen. Ja? Nicht ich sage es dir, sondern frag mal den und der weist dir dann den und den und den an. So funktioniert das. Und wenn dann irgendwo aus einer anderen Ecke da einer kommt, dem vertraut der Herrscher dann und hat keine Ahnung, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen seinem Beichtvater und demjenigen, der ihm da seine Lösung vorstellen kommt. Das Zitat, was ich gerade vorher gebraucht hatte von dem Lachaise, da lief es direkt. Aber da war es eben auch so, dass er direkt zu der Meinung aufgefordert wurde. Und weil der Lachaise den Louis den 14. komplett in seiner Hand hatte. Der konnte es sich erlauben, so direkt zu arbeiten. Aber normalerweise arbeiten die Jesuiten in der Hinsicht immer indirekt, dass man sie eben nicht sieht. Deswegen sind sie ja die verborgene Hand hinter allem. Diejenigen, die alles kontrollieren, aber aus dem Hintergrund, die man im Vorgrund eben nicht sieht. Braucht es nun nach allem diesen noch eines weiteren Zeugnisses, dass das Monopol des königlichen Beichtstuhls, das die Jesuiten mit allen Mitteln anstrebten und dass sie sich auch in der Tat an den meisten katholischen Höfen Europas schon kurze Zeit nach der Entstehung ihres Ordens zu erringen wussten, als ein mächtiger Hebel ihres Einflusses zu betrachten ist? Das dürfte ja wohl deutlich sein. Ha? Ein drittes Mittel, ihre Machtstellung in Europa zu begründen, war ihre Beharrlichkeit, ihr Mut und ihre Geschicklichkeit in Bekämpfung des Ketzertums, besonders des lutherischen und calvinistischen, wie man sich in der Sprache Roms auszudrücken pflegt. Denn sie wussten sich hierdurch als für den Katholizismus förmlich unentbehrlich hinzustellen. Wo fand daher viele Dutzend Jahre hindurch in Deutschland oder in irgendeinem anderen Lande ein Kollegium zwischen Protestanten und Katholiken statt, auf dem die Jesuiten nicht das große Wort geführt hätten? Wo gab es eine Kirchenversammlung, wo einen Kongress, wo einen Reichstag, wozu man nicht die Söhne Loyolas als unentbehrlich herbeigerufen hätte? Es konnte dies aber auch gar nicht anders sein, und zwar einfach deswegen, weil bekanntermaßen die übrige katholische Geistlichkeit in jenen Zeiten der protestantischen Beziehung auf Gelehrsamkeit und Bildung keineswegs gewachsen war, während die Jesuiten es in der Disputierkunst, zu der man sie in ihren Kollegien förmlich heranzog, mit dem Gott sei bei uns selbst aufgenommen hätten. Überdem lag ihnen blutwenig daran, mit welchen Mitteln sie ihre Feinde schlugen, und von niemandem auf der Welt wurde je in einem geistigen Kampfe die Kunst der Verleumdung, der künstlichen Verdrehung oder sogar der offenbaren Lüge auf kolossalere Weise ausgeübt. Wo aber diese Künste nichts mehr halfen, da brauchten sie Gewalt, und zwar die brutalste Gewalt, so wie es nur irgend anging. Hierüber ließen sich ganze Bände vollschreiben und sie wurden auch geschrieben, sie gibt's nur heute nicht mehr. Allein es genüge an einem einzigen Beispiele, das uns der Griesinger jetzt erzählt. Über den Tod Luthers nämlich steht in einem jesuitischen Bericht, der auf der Kanzel verkündet wurde, wörtlich Folgendes zu lesen. Ich mag dieses höllische Ungeheuer bei seinem Namen nicht nennen, diesen Verräter der katholischen Religion, diesen Flüchtling aus dem Kloster, diesen Wiederhersteller der Ketzerei, dieses Scheusal vor Gott und den Menschen. Er starb im 18. Jahre seines Abfalls, nachdem er des Abends zuvor mächtig gesoffen, bankettiert und nach seiner Art Possen geritten, und sein lasterhafter Geist ist ein herrlicher Bissen für den Teufel, der sich an solchen Brocken recht sättigen mag. Jedermann weiß, dass dieser Bericht über Luthers Tod eine schändliche Lüge ist. Und die Jesuiten selbst wussten es natürlich ebenfalls. Allein gegen Ketzer galten nach ihren Grundsätzen alle Mittel, und man tat wohl daran, selbst die niederträchtigste Verleumdung zu verbreiten, wenn nur das große Publikum derselben Glauben schenkte. Übrigens brauchten sie, wie ich der Wahrheit gemäß hinzusetzen muss,
derlei schlimme und moralisch verwerfliche Kunstgriffe nicht bloß gegenüber der ungebildeten Masse, sondern auch gegenüber den Höhergestellten, und insbesondere wussten sie, die katholischen Monarchen zu überreden, dass alle revolutionären Gärungen ihrer Völker nur allein vom Geiste des Ketzertums herrühren. Eben deswegen aber wollten sie, die Jesuiten, ganz allein als die Retter und Träger der Monarchien angesehen und behandelt sein, denn sie lagen ja anerkanntermaßen mit dem Ketzertum in einem ewigen Kriege und gaben es nie zu, dass von den streitenden Parteien Friede geschlossen wurde. Ein viertes Mittel, durch welches der Jesuitenorden seine Macht in Europa an seine bedeutendste Höhe zu treiben wusste, lag in der Kunst, die besten Köpfe des Staates für sich zu gewinnen. Und zwar entweder als wirkliche und offene Mitglieder der Sozietät oder aber als nur Affiliierte und Geheime. Die erstere Klasse anbelangend, so gaben die Religionen, in welchen, wie wir wissen, Jünglinge von allen Ständen erzogen wurden, die beste Gelegenheit, die hervorstechendsten Talente sowie überhaupt die für den Orden tauglichsten und nützlichsten Subjekte ausfindig zu machen, und hatte man sie nur einmal gefunden, so wusste man auch schon, wie man es angreifen müsse, sie für immer zu ködern. Hat ja doch jeder Mensch, besonders wenn er noch jung ist, seine mehr oder minder schwache Seite, an der man ihn fassen kann, und machte doch dann ganz gewiss keinen Pater zum Rektor eines Kollegiums, der sich nicht durch große Menschenkenntnis sowie durch ein ausgefuchstes Talent die Jünglinge an sich zu fesseln auszeichnete. In der Tat glückte es auch fast regelmäßig, die jungen Menschen, die man als Novizen für den Orden gewinnen wollte, durch dieses oder jenes Mittel so abzurichten, dass sie selbst die Aufnahme verlangten. Und das einzige Widerwärtige dabei war, dass die Väter der Jünglinge oft und viel ihre Einwilligung zu diesem Schritt verweigerten. Allein man wusste sich auch hier zu helfen und ließ die betreffenden Zöglinge sofort von der Schaubühne verschwinden, indem man sie in ein anderes, weit entferntes Kollegium brachte. Dort gab man ihnen dann nötigenfalls einen ganz neuen Namen, um vollends jede Spur zu vertilgen, und durch diese, wie durch andere List- und Gewaltmaßregeln, wurde es den protestierenden Vätern, selbst wenn sie den reicheren und höheren Ständen angehörten, nie und nimmer möglich, ihre Söhne dem jesuitischen Noviziat zu entreißen. Der Orden behielt sie, man mochte machen, was man wollte. Ja, selbst wenn man die Höfe des höchsten Gerichts oder des regierenden Monarchen oder gar des Papstes in Anspruch nahm, er behielt sie, der jesuitische Orden, und erzog sie nach seinem Sinne und durfte dann stets gewiss sein, dass derlei Mitglieder ihm später vom höchsten Nutzen sein würden. Fast noch größeren Wert für die Sozietät hatten übrigens die sogenannten Affiliierten, das heißt die geheimen Mitglieder, die nur ein einziges Gelübde ablegten, nämlich das, der Gesellschaft Jesu in treuer Ergebenheit alle Dienste zu leisten, die man von ihnen verlangte und denen man hierfür erlaubte, als Weltleute in ihrer bisherigen Stellung und in ihren altgewohnten Verhältnissen fortzuleben. Es waren dies meist Männer von höherem Rang, welche ihre Posten als Räte oder Minister der Fürsten verloren haben würden, wenn sie sich offen und formell in den Jesuitenorden hätten aufnehmen lassen. Und da dieser also einen größeren Vorteil darin sah, denn solche Männer ihre seitherigen Funktionen beibehielten, ja, also nochmal, und da dieser also einen größeren, da dieser also einen größeren Vorteil darin sah, wenn solche Männer ihre seitherigen, also ihre bisherigen Funktionen beibehielten, als dann, wenn sie in den Professhäusern beteten, so durften sie laut vom General erhaltenen Dispens ihren geheimen Eintritt in die Sozietät vor der ganzen Welt in Abrede ziehen, oder stellen, würden wir heute sagen. Noch mehr, sie durften äußerlich als Feinde des Ordens erscheinen,
dieweil sie dann umso sicherer alles, was man wissen wollte, ausspionieren konnten. Und es gab deshalb sogar im eigenen Lager der Protestanten jesuitische Affiliierte. Doch wusste natürlich von ihrer Existenz niemand als der jeweilige Provinzial, mit dem sie korrespondierten, so wie der General zu Rom. Und das einzige Geheimzeichen, an dem sie erkenntlich waren, bestand in einem Stück von einem Skapulier mit den Buchstaben IHS, welches sie auf der bloßen Brust trugen. Das fünfte Mittel endlich, durch welches sie sich überall in Europa Eingang gewannen, war nicht auf die Gebildeten, sondern nur auf die große Menge berechnet und bestand in einer Art von Fanatismus, bis zu welchem sie sich gelegentlich zu steigern wussten. So gehörte es ganz und gar nicht zu den Seltenheiten, dass zwei oder drei von ihnen bei Tag oder Nacht im halbnackten Zustand wie verrückt durch die Straßen liefen, laut brüllend, dass wegen der Sünden der Menschheit das Ende aller Dinge vor der Türe sei und dass sie dazu bestachelten Geißel so lange auf sich einschlugen, bis das Blut in Strömen von ihnen lief. Natürlich sammelte sich so, wie sie ein solches Spektakelstück aufführten, immer viel Volk um sie, und wenn auch anfangs die einen lachten und die anderen sich verächtlich und voll Unwillen abwendeten, so machte doch diese Stimmung bald einer anderen Platz, nämlich der Anstaunung, wenn nicht gar Bewunderung. Die Herren Patres geißelten und züchteten ja ihren Leib so sehr, dass es einen Stein hätte erbarmen mögen. Musste man sie also nicht für angehende Heilige halten? Sie verletzten freilich durch ihr halbnacktes Erscheinen alle Gesetze des Anstandes, und man fühlte sich oft versucht, ihnen dies durch einen Tritt mit dem Fuß zu verstehen zu geben, allein so wie man dies tat. Dankten sie da nicht aufs Demütigste für die gerechte Strafe und boten sie nicht ihrem Züchtiger noch extra beide Backen zu neuen Streichen dar? Genug. Dieses ekstatische und verrückt fanatische Auftreten der Jesuiten blieb nie ohne Wirkung, sondern es steckte vielmehr an, und bald liefen ihnen ganze Scharen nach, die sich ebenfalls geißelten und ebenfalls brüllten: Wehe der Sündigen, wehe der großen sündigen Stadt! Dies waren die hauptsächlichsten Mittel, durch welche die Jesuiten in den katholischen Ländern Europas sich zu großer Macht emporzuschwingen wussten. Und nachdem ich nun solches alles gehörig auseinandergesetzt, kann ich zu den näheren Einzelheiten übergehen. Und das werden wir dann im nächsten Teil der Lesung des Buches, die von Theodor Griesinger machen, das da heißt Die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, im nächsten Teil. Das war sehr intensiv, aber auch sehr interessant. Und am interessantesten finde ich, dass wir immer Parallelen ziehen können zwischen dem, was damals passiert ist, und dem, was heute passiert. Ja, ihr sagt ja, ja, das mit dem Geißeln, was ist denn da eine Parallele zu heute? Eine Parallele dazu heute sind die Hollywood-Filme, wo wir damit reingezogen werden und Sympathie für irgendwelche Leute empfinden, die eigentlich gar keine Sympathien haben sollten. Oder kann sich irgendjemand davon lossagen, dass er vielleicht auch Sympathien für Darth Vader in Star Wars hatte? In dem dritten Teil der Serie damals, wo man gemerkt hat, wie dieser Skywalker da den Umschwung gemacht hat zu Darth Vader, da hat doch wohl jeder eine Träne verdrückt, oder? Das Schlechte wird so dargestellt, dass man da Mitleid mit hat. Und die Beeinflussungsmöglichkeiten heute sind andere. Heute muss man sich nicht mehr geißelnd durch die Straßen bewegen und laut rufen. Nein, heute macht das andere Propaganda. Heute macht das Propaganda in den Sozialmedien, heute macht das Propaganda via Hollywood-Filme und im Fernsehen und sonst wo. Und da kann man eben die Parallele ziehen zu damals und der Lehre der Jesuiten und heute und der Wirkung heute. Wenn man sich dessen bewusst ist,
dann versteht man die ganze Sache ein wenig besser. So, damit bringe ich die Lesung dann für jetzt zum Ende. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu einer neuen Lesung des Buches von Griesinger über die Jesuiten. Bis dann. Tschüss und Maranatha.